Regisseur behauptet, er hätte das Buch für mich geschrieben, also diese Rolle. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Er wollte mich wahrscheinlich wirklich glücklich stimmen, hat er auch. Die kam erst dazu, die andere Besetzung. Die nächste Besetzung war dann, da muss unbedingt eine Frau dabei sein. Wenn dann nur so eine mittelalterlichen Herren den Film bestreiten, kommen nicht sehr viele. Wir brauchen auch eine schöne Optik und Klugheit in dem Film. Und das war Antje Traut. Die hat als zweite zugesagt und dann habe ich endgültig zugesagt. Achso, Sie haben das ein bisschen abhängig gemacht von Antje Traut, weil Sie wussten, wenn man den Gegenpart nicht hat, dann kann man auch nicht gut sein. Wir haben ja sehr viel in dem Film, deswegen sind wir ja zusammen hier. Ihr könnt ja auch mit Grazeda oder mit Wistek hier sein. Aber wir haben ja ganz viel in dem Film zusammen zu tun. Ganz viele Szenen miteinander. Und da hat mich natürlich am meisten interessiert, wer spielt das. Und die anderen, die hat ja eigentlich... Die wollte ich eigentlich rausdrängen aus dem Film, wollte die mich durcheinander bringen und mich schon immer geärgert haben und habe ich aber nicht geschafft, dieses Jahr. Jetzt sind Sie dann auf der Leinwand. Ja. Seit langer Zeit wieder ein hervorragender Film. Ganz tolle Schauspieler. Ganz super. Ganz tolle Leistung. Völlig amüsiert. Also ganz, ganz toll. Ja, ganz super. Frau, wie war das so mit den erfahrenen Männern des Mittelalters gemeinsam zu spielen? So waren, Sie haben vorher in Hollywood gedreht. Was haben Sie eben gesagt? Mittelalter? Ja, das Mittelalter. Mittelalter, ja, natürlich. Ich hab Mensch, Henrik, ja, es ist hart. Nein, Mittelalter ist so eine Art, wir sind Ritter. Ach so, das ist so eine Zeitgeschichte. Nein, Mittelalter, ich habe das mehr als Adjektiv gesehen. Ja, verstehe, ja. Mittelalterliche. Hm, die Mittelalter. Na, also ich wollte schon immer eine Komödie machen. Ich wusste, es wird lustig mit denen. Ja. Ich wusste natürlich, das sind die Besten ihres Fachs, wenn so. Hm. Und aber das erste Kennenlernen war ja wirklich mit Henry bei dieser Leseprobe und damit hat wirklich alles angefangen. Und ich hatte ja Verschiedenes über ihn gehört. Er hätte so und so ausgehen können. Aber das war eine gute erste Stunde und wir haben da zusammen einfach festgestellt, dass wir das, dass das, glaube ich, Spaß machen würde. Und dann habe ich erst den Rest der Bande kennengelernt. Und das war, ja, das geht so los, weil ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit und manchmal haben sie mich irre dolle genervt. Das ist halt auch die Wahrheit. Wenn die aufeinander kommen, das ist einzigartig. Kann ich mir vorstellen. Super, also mir hat er ganz toll gefallen. Ja, war sehr ansprechend, auch von der Besetzung her. Toll gemacht. Deswegen die Leute fragen nach Kundschafter des Friedens 2. Jetzt schon? Nein, das reicht nicht aus. Man muss so anders, man muss so wie Fassbinder, bom, 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 ein Ding nach dem anderen. Brauchst du natürlich wirklich so einen, also es ist keine demokratische Veranstaltung, so ein Film, sondern da gibt es einen, der eine Vision hat und der Leute mitnimmt.